Ja, Leute, feurig geht es weiter hier mit The Legend of Zelda Skyward Sword. Und wir befinden uns an einem Ort, der uns die Schweißperlen hier über die Stirn treibt. Aber das ist kein Problem, denn auch in uns brennt das Feuer der Leidenschaft und so können wir das gut ausgleichen. Und deswegen werden wir uns jetzt mal hier umschauen, im Vulkan von Eldin oder so ähnlich. Und dann gucken wir ja mal auf die Karte, wo können wir dann als nächstes hin. So, also hier gibt es zwei Wege. Entweder gehen wir in das große Areal, das uns wer weiß wohin führt, oder hier an der Seite entlang. Also, wir gehen einfach mal, schwere Entscheidung, eine Weggabelung. So viel Entscheidungskraft hatte ich ja noch nie. So, wir gehen jetzt mal da lang. Wihi, über diese Plattform, die sich mit Sicherheit jetzt absenken werden. Oder? Nein, die gehen doch kaputt, oder? Ah, ich gehe doch lieber nach links. Ich bin so eher links gerichtet. Könnte am Namen liegen. Lustig. Naja, wir gehen jetzt mal da lang. So, schauen wir mal, ob hier vielleicht irgendwas, ein Geheimnis schlummert. Zack. Oder ist es einfach nur ein Alternativweg? Man weiß es nicht. So, wir begegnen uns schon wieder die ersten feurigen Monster. Ich weiß gar nicht, ob wir die berühren dürfen. Ah, und da endet auch schon der Weg. War ja irgendwie zu erwarten. Naja, also, hier sehr genial, grafisch hochwertig texturierte Steinwände blockieren uns den Weg. Ah, wir haben hier an der Wand irgendwas. Marienkäfer oder so sieht's aus. Bam! Oh, da fliegen sie weg. Oh, ich habe sie verscheucht. Ich wollte sie fangen. Sind die hier noch irgendwo? Wo sind die bitte hingeflogen? Sind die durch Wände geflogen oder was? Hm, verdammt. Oder sind die hier noch? Schade, da habe ich sie verscheucht. Hätte ich wohl nicht so ungestüm auf die Wand zustürmen dürfen. Naja, die kommen bestimmt irgendwann wieder. So, dann gehen wir doch den rechten Weg. So, den rechten Weg gehen wir. So. So, über die Lava muss man ja auch erstmal sich den Weg kämpfen. Nicht, dass wir hier in Link-Dampf enden. Oh Gott, wer seid ihr denn? Ach, ihr seid gut. Ich dachte, ihr werdet jetzt Monster. Halt, halt, halt! Ich lasse nicht zu, dass du unser Revier hier verwüstest. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Moment. Hey, Ferry. Der sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kerlen gehören, oder? Sehe ich rot aus? Ich bin total das Gegenteil von rot. Ich bin grün. Ja, ja, kann schon sein. Aber muss er uns so erschrecken? Ihr habt mich eher erschreckt als umgekehrt. Nichts so ungut. Aber in letzter Zeit treiben sich in unserem Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt, um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Alles klar. Pff, gerade hast du noch vor Angst gezittert. Wenn du hier auch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Alles klar, werde ich tun. Ich werde euren Rat beherzigen. Wer seid ihr denn überhaupt hier? Hm? Du suchst keine Schätze, sondern deine Freundin? Ja, was ist wohl wichtiger als Schätze? Natürlich die Freundin. Wie sieht sie denn aus? Da ist nämlich vorhin jemand vorbeigerannt, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Ey, mich haltet ihr auf, aber so ein kleines, zaghaftes Mädchen könnt ihr nicht aufhalten, ja? Aber ich habe nur gesehen, dass es keiner von den roten Kerlen war. War ja schwer zu erkennen, oder? Wer immer es war, er ist bestimmt da weiter vorn, also such doch einfach nach ihm. Nein. Also versuch doch einfach hineinzuholen. Oh Gott, ich bin echt ein schlechter Vorleser. Der hat auch eine geile Frisur. Wir Mogma, ihr seid die Mogma, haben diese Gegend zu unserem Revier gemacht und suchen hier Schätze. Wir sind Schatzsucher. Hey, willkommen im Club. Hier gibt es viele dieser roten, blauen und grünen Steine, die man Rubine nennt. Es gibt sogar silberne und goldene. Aha, also goldene sind mir jetzt neu. Und ein hartes, obwohl die goldenen sind ja eigentlich die 10er-Rubine, oder? Naja, wir werden sehen. Und ein hartes Metall für Ausrüstungsgegenstände. Aber es ist nicht unbedingt ein Schatz nach meinem Geschmack. Wie die Nase auch so bei ihm immer so zuckelt. Du bist sicher auch wegen der Schätze hier, was? Naja, nicht wirklich. So, wir gehen jetzt mal weiter. Also, scheinbar sind hier doch nicht die Goronen am Start. Nein, es sind die Mogma. Warum auch nicht? Sehr kreativ der Name. Ja, Mogma. Nicht etwa wie Magma, nein. Sind die Mogma. So, auch hier werden wir das Gras hier zack, schön ordnungsgerecht stutzen. Und ich habe doch hier eindeutig was gesehen, das uns hier herunterhangeln lässt. So, das entgeht unserem Blicke doch nicht. So, und dann haben wir auch schon einen orangen, einen roten Rubin geholt.
So, das war der Abstieg in die Tiefe wert. Naja, mehr oder weniger. Hey, da wollen wir hin. Da ist ein Schatz. Können wir hier rüberspringen? Nein, auf keinen Fall. Da enden wir als, ja, Link-Pulver im Lavastrom hier. Zack! Bam! Okay, ich weiß nicht, warum ich das tue. Irgendwie macht's Spaß. Oh nein, Fledermäuse jetzt auch noch brennend. Level up, würde ich mal sagen. Oh, die Lava. Es ist so heiß hier. Es ist so heiß hier. Was war das denn? Ich habe doch hier irgendwas gesehen. Komische Sache hier. So, noch schöne Ausdauerfrucht, obwohl wir sie gar nicht brauchen. So, und auch hier gibt es wieder zwei Wege. Alter. Attackiert die mich hier von hinten. Hinterrücks hat sie mich hier angegriffen. Ah, okay, was ist das denn da? So, da werden wir jetzt mal hingehen. Ein Strudel. So, Gefahr, Gefahr. So. Oh je. Es scheint als... Mann, man kann hier nicht mal 5 Minuten in Ruhe sich hier orientieren. Nein, man wird hier sofort angegriffen. Okay, diese Lavastrudel scheinen den Pegel des Lavastandes hier eindeutig zu erhöhen. Kann ich jetzt hier hoch? Nein! Ja, da habe ich mir den Hinter verbrannt. Das war auch ein bisschen doof, oder? Na super, mein Schild ist verbrochen. Na, wenn das mal kein Fail ist. Mann, ich wollte doch da hinspringen. Och, Mann. Ja, ich bin gefangen hier auf dieser Lava-Insel. Oh je, Lava ist jetzt schon nicht mein Freund. Wir haben schon kein Schild mehr, ist das nicht toll? Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich hier warten, bis die Lava steigt. So, voller Geduld. Na gut, mein Schild hatte ich jetzt auch nicht gebraucht. So, ich kann hier ein bisschen heiße Luft fangen. So. Jetzt müssen wir hier warten. So, jetzt sollte das aber kein Problem sein. Ich hoffe doch. Das war ja eine tolle Aktion hier. Und was hat sie gebracht? Eigentlich nichts, oder? Was war denn da? Also eigentlich nichts. So, so, jetzt können wir hier lang laufen. Unseren Schild haben wir verloren. Oh je, das ist nicht schön. Ah, okay. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass das hier der Gute ist. Hallöchen, rede mit mir. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich war auch noch nie hier. Ick. Gehörst du etwa zu diesen roten Kerlen? Rote Kerle? Nein. Du siehst auch anders aus. Mann, die haben aber... Entweder haben die keine guten Augen oder die sind ein bisschen unterbelichtet. Ja, du siehst eindeutig anders aus. Was führt dich hierher? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Was ist das? Natürlich weiß ich schon, was das ist. Und ihr mit Sicherheit auch. Aber lassen wir es uns doch einfach mal nochmal vor diesem freundlichen Herrn hier erklären. Das sind Donnerblumen. Die wachsen hier in der Umgebung. Echt? Sie sind ziemlich gefährlich. Hebst du sie durch Drücken von A auf, explodieren sie nach kurzer Zeit. Aber wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss, sind sie toll. Wir Mogma nutzen sie auch gern. Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp dir doch mal eine der Donnerblumen und hier und probier es aus. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie man etwas wirft oder rollt? Doch, weiß ich. Also laber mich nicht zu. Wirklich? Zeige mit der Wii-Fernbedienung nach oben. Ich habe gerade gesagt, ich weiß es und erklärt es mir doch. Es ist doch nicht zu fassen hier. Ja. Bla, bla. Was hätte er gesagt? Wahrscheinlich genau dasselbe hätte er gesagt, wenn ich... Ja gedrückt hätte. Erklär es mir. Bäm, da haben wir unseren ersten Schaden hier angerichtet mit unserer Donnerblume. Ist das vielleicht sogar der Rückweg, der uns vorhin den Weg versperrt hat? So, was ist hier? Nichts. Ah, da sind Marienchenkäfer, die mich haben. Yeah, du hast einen Magmarienkäfer. Cool. So, da ist doch noch einer, den will ich auch haben. Yeah. Ich bin gespannt, wofür wir die brauchen. Interessiert mich jetzt echt. Zack, komm her, komm runter da. So. Wunderbar, jetzt haben wir zwei Marienkäfer hier. Jetzt wissen wir auch, wo wir die fangen können. Und dann wollen wir doch mal schauen, was sich dort befindet. Sieht aus wie ein Laden. Nanu, keiner da. Was ist das denn hier? Ah, hier können wir uns hinsetzen. Oh, okay, ich dachte schon, es passiert nichts. Aber wir haben uns wieder erholt von den Strapazen des Feuers, die wir hier durchlaufen mussten. Zack, dann machen wir einfach mal hier die ganzen Krüge kaputt, die den Mogma gehören hier. Die wertvollsten Schätze der Mogma. Die nehmen sie alle an, Hund. Zack. Ah, das habe ich nämlich auch gesehen hier. Das kannte ich auch schon aus dem Trailer. Was ist das denn für einer? Oh Gott. Ich würde mal sagen, der kriegt auch erstmal eine Bombe. So, da machen wir erstmal den größten Teil, lassen wir die Bombe hier erledigen.
Oh, das war's schon, oder was? Solch geballter Kraft konnte er nicht entgegensetzen. Ja, schade. Der hat nichts gedroppt, leider. Ah, es gibt hier lauter Stellen, die wir kaputt machen können. So, ja, ich habe hier gesehen. Ich werfe die erstmal weg. Oh, das war nicht so gut. In den Trailern habe ich gesehen, dass man die auch rollen kann. Oder beziehungsweise in so einem Vor-Gameplay oder so. Probiere ich doch jetzt mal. Geht denn das? Ja, das hat doch gut geklappt. Jetzt noch richtig zielen und dann macht das auch Sinn. So. Denn da ist irgendwas, was wir kaputt machen können. Bam, yeah. Da können wir uns... Na toll, also so ein bisschen sind die Belohnungen hier noch ein bisschen fragwürdig. Für einen blauen Rubin das extra zu machen. Naja, vielleicht dient es auch eher dem Lerneffekt, dass wir das mal gemacht haben. So, und jetzt werfen wir den Spaß nach oben und schon wieder nicht gut gemacht. So, jetzt werde ich mal hier riskant, wie ich bin. Ah ne, die können wir doch bestimmt darauf werfen. Ja, ich wollte die jetzt im richtigen Moment abwerfen, aber das brauchen wir ja gar nicht, denn wir schaffen es auch so. Yeah, und wieder haben wir das Ganze nur für einen blauen Rubin getan. Naja, das hätten wir uns auch sparen können. Aber gut, Rubine sind immer toll, die können wir immer gut gebrauchen. Man weiß ja nie. Wir wollen uns ja schließlich noch einige Sachen bei Terry kaufen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Rubine. Und man weiß ja nicht, auf was für Läden man sonst noch stößt. Oh Gott, Schatten türmen sich hier auf. Und wir haben sie vernichtet. Yeah, wir haben was Neues bekommen. Eine Monsterklaue. Ist aber auch nicht neu, oder? Haben wir die nicht schon mal bekommen? Ja. Warum kommt jetzt jedes Mal eine neue Animation? Oh, das ist ja wie mit dem blauen Rubin, also mit dem Rubin in Twilight Princess. Immer wenn man es aus und wieder anmacht, das Spiel, dann kommen die Animationen von neuem. So. Wollen wir mal schauen auf die Uhr kurz? Ja, wir haben noch Zeit. Dann gehen wir mal zu dem hier. Was hat der denn für Probleme? Der guckt da schon so gierig hinauf. Wollen wir doch mal hören, was er zu sagen hat. Auch mit der hübschen Frisur. Die sehen echt komisch aus, ey. Noch ein Fremder, der nichts von... noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kerlen gehört. Erst vorhin ist ein seltsam gekleideter Mensch in das Loch da geklettert. Ist es vielleicht dieser komische... Meinen die vielleicht alle gar nicht Zelda, sondern diesen komischen... Na, diesen Verfolger, dem wir da begegnet sind im Waldschrein da. Im Tempel des Himmelsblicks. Wer weiß... Du glaubst, das könnte deine Freundin gewesen sein? Ja, weiß ich ja nicht. Lass mich nachdenken. Wie sah dieser Mensch doch gleich aus? Hatte sie lange blonde Haare? Er war schwarz gekleidet. Na, das war bestimmt nicht Zelda. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Also, eine schwarz gekleidete, mysteriöse Gestalt treibt sich hier rum. Alles klar. Der Sache wollen wir doch auch mal auf den Grund gehen. Und wir haben hier wieder so einen... Ja, magischen Stein, den wir mit unserem Himmelsstrahl, oder wie er genannt wird, der immer noch nicht so gut funktioniert. Ich kann das nicht. Los, tu es doch endlich, Link. Ja, so ist gut. Zack. So, und eine weitere Schatztruhe wird oben in den Wolken für uns aktiviert. Und nächstes Mal, wenn wir zurückkommen in den Wolkenhort, können wir unsere Belohnung abholen. Juhu, wir bereiten uns das Tal der Freude vor. So, hier war doch irgendwo eine Schatztruhe, das haben wir doch noch in Erinnerung. Genau, wenn wir nämlich hier durchkrabbeln, müssen wir uns wahrscheinlich erst den Weg freisprengen, oder? Ja, genau, das habe ich mir doch schon fast gedacht. Aber glücklicherweise sind hier solche Donnerblumen. So, die ich jetzt mal aufnehmen werde. Und da reinrollen. Nein, weg damit. Okay, das war nicht gekonnt. So, gleich nochmal. Und jetzt rollen wir diese rein. Oh, schön daneben. Ist ein bisschen wie Minigolf. So, nächster Versuch. Die wachsen ja auch wunderbar nach. Okay, ich brauche, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung, oder? So. So, einmal viel Anlauf nehmen. Oh, ich bin aber auch nicht gerade der Intelligenteste. Ich schaff das nicht. Jetzt aber. Genau, das sollte doch reichen. Schauen wir mal runter. Ach so, das war schon kaputt. Ah, okay. Hätte ich mir gar nicht die Mühe brauchen. Machen. Oh Gott, das sind kleine Mistkäfer oder was? Fangen. Ich will euch fangen. Mistkäfer. Stehen bleiben. Nein. Da ist er freiwillig in den Tod gestürzt mit seiner Mistkugel. Oh Mann. Das wollte ich doch nicht. Der arme Kerl. Und die armen kleinen Rackerchen. Oh, ich will die Mistkäfer haben. Die sind ja lustig. Da haben wir sie in die Lava getrieben. Yeah, ein weiterer roter Rubin und 20 Rubine in unserem Geldbeutel hier. Ja, das war die Schatztruhe, die wir von dort drüben aus gesehen haben. Und jetzt haben wir sie auch genommen. Wunderschön. Herrlich, herrlich, das ist doch schön hier. So, dann gehen wir mal weiter.
Also, wir müssen irgendwie da reinkommen, wie es aussieht. Denn wir wollen ja diese schwarze Gestalt verfolgen. Und habe ich da etwa ein Herzteil gesehen? Ja, das sieht doch verdammt nach einem Herzteil aus. So, und jetzt können wir auch mal der Frage nachgehen, ob wir dieses Herzteil auch mit unserem Käfer einsammeln können. So, Käferchen, flieg und hol mir dieses Herzteil. So. Nein, das Herzteil ist aus massivem Gusseisen hier. Und wir können es nicht nehmen. Der Käfer prallt daran nur ab. Ja, das wäre auch zu einfach gewesen. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Was ist das denn für ein Ding? Alter, das sieht aus wie diese... Das ist wie so eine Mutant von der Katze, die in unserem Wolkenhort rumschwirrt. So, was haben wir hier? Ja. Achso, muss mein Schwert zücken. So. Zack, Totenköpfe. Natürlich, die dürfen auch nicht fehlen an einer solch lebensbedrohlichen Gegend. Aber wir schauen uns nochmal auf der anderen Seite um. Hier war doch bestimmt noch irgendwas. Ah ne, hier war ja der Stein. Stimmt ja. So, das heißt, wir müssen da lang gehen erstmal. Und dieser komischen Kreatur folgen, die so aussah wie eine Robbe und noch irgendwas. Sehr merkwürdig. Aber gut, wir folgen dem Ganzen mal. Okay. Die macht es uns jetzt das Leben hier schwer, oder was? Die will uns schön einheizen hier. Aber wir schicken ihr einfach mal eine Bombe. So. Hier, wie wirst du damit klar? Oh nein, jetzt habe ich... Ja, das hat es trotzdem getroffen. Oder? Ja, ich habe es zerstört. Dabei habe ich es nicht mal da reinrollen müssen. Da hat es sich versteckt und wollte uns hier den Weg versperren. Unglaublich. Wir wollten dem Ding eigentlich gar nichts tun. Wir hätten es einfach in Frieden gelassen. Aber nein. Es hat es ja provoziert. Ihr habt es gesehen. Es hat zuerst angegriffen. Oh, da ist unser... Oh nein, da holt er schon wieder seine Kumpanen. Zack, zack. Bam, bam. Oh, was haben die denn da für Keulen? Wir schnetzeln uns jetzt hier durch. Das ist wie durch Butter geht unser Messer durch ihre Körper. So, das war kein Problem hier, diese drei Kauze. Die stellen hier keine große Gefahr für uns dar. So, wo geht's denn jetzt lang? Ich nehme mal an, hier runter. Was ist denn da schon wieder? Und irgendwas hat uns doch schon wieder entdeckt hier. Bestimmt sind das Monster da unten. Oh, was ist das denn? Schnecken, die Feuer werfen können. Okay, wir müssen wahrscheinlich da eine Bombe reinwerfen. Bevor die uns hier auch noch angreifen. Ja. Alter Schwede. Da hat's aber auch nicht Bums gemacht hier. So, was habt ihr denn da? Da gucken immer so eine komischen Dinger raus. Oh, ich werde jetzt erstmal hier Schutz suchen. Auf einer kleinen Anhöhe. Dann werde ich von hier oben mal versuchen, euch irgendwie zu vernichten. So, wie kann man euch denn besiegen? Das interessiert mich jetzt schon mal. Bestimmt muss ich das irgendwie mit Bomben machen, oder? Vielleicht können wir da hinten erstmal rauf. So. Wir sind ja ein sportlicher junger Held. Ja, jetzt werfe ich euch mal hier eine Bombe zu. So, schön daneben. Ich glaube, wir müssen das auch gar... Ich weiß es nicht. Aber mich würde schon interessieren, wie das funktioniert. Ja. Vielleicht soll ich den einfach eine in ihr kleines Häuschen da reinrollen. Naja, ich... Ah, ich muss mich rollen und drehen. Oh Gott. Es ist eine Panik hier. Ich renne weiter. Die machen mich fertig noch, ey. So. Ah, sie sind hier, sie sind hier. Wer denn? Du bist ja gar kein roter Kerl. Du musst dich so an... Musst du dich so anschleichen? Ja, Entschuldigung. Aber in letzter Zeit treiben sich hier in unserem Revier ganz schön viele Monster herum. Ja, ich merk's schon. Ich bin durch das Loch da hinten hierher gekommen. Aber der Weg hier dahin ist jetzt durch die Lava versperrt. Aber sowas ist kein Problem für uns. Wir graben uns einfach darunter durch. Clever, was? Ja, ihr seid echte Genies. Über das Loch da könnte man die Lava auch abfließen lassen. Aber das ist mir zu gefährlich. Ja, und das bedeutet, wir müssen das wieder machen. Die Gefahr ruft und wir müssen ihr folgen. Okay, wir müssen die Lava irgendwie abfließen lassen. Ich nehme mal an, mit einer Bombe machen wir das Ganze. So, und die schnappen wir uns nämlich von da drüben. Hä, was ist denn passiert? Da habe ich mir den Hintern verbrannt. Verdammt. So. Gut, dann versuchen wir das nochmal. Schnell. Man muss einfach nur schnell sein, nehme ich an. So. Schnappen wir uns hier mal eine Bombe. Und... Oh Gott, wir können nicht mal rennen. Na. Werfen. Oh Gott, da habe ich mir schon wieder den Hintern verbrannt. Also, das ist hier alles eine sehr... komische Angelegenheit. Ich schaffe das hier nicht so einfach. So, ich muss mich hier beeilen. Oh, ich verbrenne mir immer den Hintern und jetzt wird es langsam brenzlig, was unsere Energie angeht. Also, das kann nicht der Trick sein. Ah, ich werde es einfach mal... Genau, ich werde jetzt mal versuchen, die Bombe da lang zu rollen. Dann renne ich hinterher. Nehme sie und werf sie. Nein, dann bin ich schon wieder vom Feuer, von der Lava erfasst worden. Und jetzt
mache ich mir echt Sorgen um unsere Gesundheit. Wir brauchen einen Stuhl zum Sitzen. Wir müssen uns hinsetzen. Ach ja, Leute. Es ist sehr, sehr atemberaubend hier. So, ich werde erstmal in Sicherheit da oben gehen. So. Vielleicht ist hier noch ein Herz versteckt irgendwo. In einer dieser Totenköpfe vielleicht. Nein, natürlich, wenn man es am meisten braucht. Komm, die Rubine. Ist ja auch klar. Aber irgendwo wird doch hier bestimmt noch was sein, oder? Ah, ein Mistkäfer. Komm her. Na los, Link. Schwing doch. Rauf da. Nein, jetzt ist er runtergefallen. Oh Gott, die Mistkäfer habe ich noch ein bisschen Probleme. Der schwingt aber auch so schlecht, wenn ich auf der Jagd bin. So, ich mache ein paar Übungen. Lalalala. Ja, da gehe ich jetzt bestimmt nicht runter, um den zu holen. Denn das ist mir zu gefährlich, besonders mit unserer Lebensanzeige. Also, es wird brenzlig und spannend. Werde ich es schaffen? Oder werde ich schon von diesem kleinen Tierchen hier besiegt? Yeah, wir haben Glimmer bekommen, Leute. Ist ja nicht wunderschön. Jetzt können wir unseren Schild nämlich endlich verbessern, den wir nicht mal mehr haben. Auch nicht schlecht. Ach je. Oh ja, was soll ich jetzt tun? Ich will irgendwas haben, was mein Leben wieder auffrischt. Oh Gott, hier geht's ja weiter. Alles klar, oder kommen wir von hier? Nein, ich nehme an, hier geht's weiter. Was ist das? Ein leeres Gehäuse. Ah, das sind wie so eine Einsiedlerkrebs, also. Der sucht sich bestimmt da Schutz drin. Okay, wir bewachen mal dieses Gehäuse hier und im nächsten Part können wir hier irgendwo speichern. Das wäre ganz schön. Ah, wir können sitzen. Oh, ist das nicht herrlich. Ach ja, da haben die Morgmann mal mitgedacht und wir können uns sitzen. Und ich würde mal sagen, ich werde hier meine Kräfte mal aufladen. Und im nächsten Part geht's dann weiter, wenn wir uns ausgeruht haben. Und wir schauen, wo wir noch hier hinkommen. Da sind wir auch schon eingenickt. Gute Nacht, Link. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ciao.